Liebe Freunde, willkommen zurück zu Let's Show Dead Pixels. Das letzte Mal bei Let's Show Dead Pixels haben wir uns ja den Main-Mode angeschaut, also den Story-Mode in Anführungsstrichen, der da einfach Dead Pixels hieß. Und ich habe ja gesagt, es gibt noch zwei weitere Game-Modes, einmal The Solution und einmal Last Stand. Und natürlich werden wir uns derer jetzt annehmen und zwar schauen wir jetzt mal rein in The Solution, was es hiermit letzten Endes auf sich hat. One day in hell for their freedom. Every problem has a solution. Hat ein bisschen was definitiv von Left 4 Dead, was ich sehr gut finde. So, from the creator of Dead Pixels. Ich denke mal, das gilt in dem Fall für alle. Aber okay, schauen wir mal rein in Dead Pixels, The Solution. Singleplayer natürlich. Normal ist okay. September 16th, 1983. Maximum Security Correctional Facility. Das ist ein Mundvoll. We have chosen you for a mission of the utmost importance. We are sending you to New Hexington, New York. Mid-July, an incident at a chemical plant reanimated the recently diseased. The army were sent in but had to be pulled out. That's what she said. Since then, we have been looking for a solution to this problem. We think you might be that solution. Kommt auf die chemische Reaktion an. At 21:00 hours, you will be dropped at the city's airport. From there, you will head west to the city's power plant. Wer sagt das? In the plant, you will activate its triggering system. Ach, das triggert mich definitiv. We will then escape the city. You, sorry. Plumpe Anmache hier. If you are in need of supplies or reinforcements, contact me via radio. Alter, 22. You can also search houses for supplies and weapons. And if you survive all this, we'll give you presidential pardon. Good luck. Okay, klingt nach einem Stil, definitiv. Also gehe ich mal generell auch von dem Bild davon aus, dass wir in dem Fall ein Gefangener sind und wir müssen quasi durch die Städte durch oder durch die Straßen durchheizen, ähnlich wie im Main Game, um dann zum Powerplant zu gehen und da alles in Ordnung zu bringen. So. Rechts steht sogar, für was er in dem Fall im Knast ist. Hier haben wir S. Perry. Crime is armed robbery and sentence für 25 Jahre. Wir haben M. Brooks. Für Fraud für 15 Jahre. Das ist ein bisschen krass irgendwie. R. Kirkman, Classified. Okay. S. Smith, Crime, Assault für 10 Jahre. Okay, für Fraud 15 Jahre und für Assault 10 Jahre. Da kann irgendwas nicht stimmen. J. Russo, Assault 15 Years. W. Ellis, Murder. Life Sentence, okay. Hat sehr gute Millistats zu Beginn. Aber ich finde eigentlich hier, Classified klingt auf jeden Fall mysteriös und... Vor allem hat er ganz Skill ganz hoch. Deswegen nehme ich mal den guten Kirkman. Here are some tips to help you complete the mission. Don't die. Only carry what you need. There is no one alive in the city to barter with. Ach so, okay. If you need supplies or reinforcements, call me on the radio. Also es gibt keinen Trader diesmal. If you need to save, you can use one of your ink ribbons. Ah, Resident Evil, okay. Remember, once you're done, you have to get back to the airport. Okay. Hey, was? Das ist der... Ist das hier der Airport? Ah, okay. Ah, okay, also wir müssen dann auch wieder zurück. Ah. Interessant, interessant. Durchaus. Schauen wir mal. So, zu Beginn haben wir nur die Chambers Shotgun. Das ist klar. Streets... Okay, 10 Straßen bis zum Target. Also das bei 20 Straßen ist es also geblieben, offensichtlich. Mit E-Commerce Inventory. Genauso auch mit Tab. Alles klar. 19 Dollars haben die uns zumindest hinterlassen. Okay, also wir nehmen quasi nur das mit, was wir brauchen, weil wir keinen Trader haben. Das heißt, fuck, okay. Das heißt, irgendwelche Collectibles oder was brauchen wir in dem Fall nicht. Aber Bullets nehme ich natürlich gerne mit. Ja, Medkit definitiv. Ich weiß nicht, ob man sich in dem Fall Zeit lassen kann in den Häusern. Das habe ich bisher immer noch nicht rausgefunden, ob die irgendwann vielleicht auch noch reinkommen können, aber... Es sieht so aus, als würde die Zeit stillstehen, zumindest hier im Normal Mode. Nehme ich alles mit. Okay, Collectibles scheint es in dem Fall auch nicht zu geben. Desert Eagle auf jeden Fall. Bold Action, definitiv, gute Sache. Aber nicht viel Ammo. Ah, die Redfield Eagle, okay, ja. Yo. Okay, die brauchen wir ja nicht mehr. Die,
haben wir ja schon. Handgun lassen wir mal liegen. Okay, zwei Stück brauchen dieselbe Muni. Da müssen wir ein bisschen... brauchen wir ein bisschen mehr als das, was wir momentan haben. Take all. Rip Bill, okay. 9 streets away from target, alles klar. Weiter geht's. Kommt aber ungefähr hin, du beginnst mit der Länge der Straßen. Ich glaube, das war im Main Game ja auch so. Kann man eigentlich jetzt einfach hier safen? Ink Ribbons hat sie ja gemeint, bei Items wahrscheinlich. Ja, okay. 5 Stück haben wir davon, alles klar. Oh man, wir können sogar das, ich glaube, das Radio benutzen. Use. The next drop point is 1 street east. Helicopter is fueled and ready to go. Okay. So wird das dann hier geregelt, alles klar. Holy shit! Elephant, was? Das klingt interessant allerdings. Was ist denn hier ganz unten? Lass mal sehen, was da ist. Kaysen ZXN Rifle. $92 haben wir bisher. Mal gucken. Was haben wir hier? Okay. Also wird dann quasi per Airdrop uns dann einfach geschickt. Das ist ganz cool. Alles mitnehmen. Falls wir uns hier eine grüne Waffe noch schnabulieren können. Man weiß ja nie. Take. Jawohl. Na ja, perfekt. Haben wir auch ein bisschen Ammo für die blauen Waffen mittlerweile. Die Shells nehmen wir auf jeden Fall. Das ist Ehrensache. Der Crit. Nice. Sehr schön. Shells. Weiterhin haben wir nur eine Chambers Shotgun. Ist also die Standard Shotgun. Je eher da irgendwas Besseres kommt, desto besser. Der One-Shot ist schon nice. Mal gucken hier, wie die Eagle abgeht. Ja, ordentlich. Macht glaube ich sogar ein bisschen mehr Piercing-Damage als die Rifle. Hätte ich auch Take-All machen können, aber naja. Jawohl. Zack. Kann man irgendwo sehen, wie viel man schon mitgenommen hat? Weil ich glaube, allzu viel können wir nicht mehr tragen. 8 Streets Away. Saved ebenfalls. Nice. Bold Action haben wir schon. Was stand da? We love you, Zoe. Ja, ich glaube auch wieder eine Left 4 Dead Reference. Sehr schön. Apropos. Just saying, ordentlich eingekleidet für das Game hier. Jetzt müssen wir aufpassen, der macht ja direkt Schaden bei Kontakt. Upp. Genau, das Projektil würde uns noch Schaden machen. Stimmt, wir sollten vielleicht ein paar mehr Zombies mitnehmen, damit wir uns auch so einen Airdrop mal leisten können. Ich hätte gerne einen Flamethrower, aber ich glaube, Ammo dazu bekommen. Haben wir ja im letzten Run auch schon geschafft, aber... da in Ammo zu kommen, ist, glaube ich, ein bisschen schwer. Nehmen wir die Schotte wieder. Langsam die Muni aus. Für die bessere Waffe. Wieder das We Love You Zoe. Plombahn machen natürlich. Aber hey, vielleicht funktioniert's, ne? Jetzt mal hier gönnen wir uns mal ein paar. Nehmen wir ein paar mit. Ja, der Kritz, da ist er. Läuft. Genügend Ammo haben wir auch dafür. Easy. 13er Kill-Kombo. Einfach nur Mistwaffen hier. Ach, das wäre America. Aber das ist schon nach dem neuen Waffengesetz hier. Offensichtlich. Ja genau, nehmen wir uns noch ein paar Somsoms mit. Ist schon eher was. Auch mit, weil ich glaube, der gibt ja ordentlich was an Dollars. Ah, fuck. Eine Blödheit. Ich muss sagen, hier überschätzt, wenn die Waffe drückt. Ja. Gut.
Aber ich ignoriere ich mal gekonnt. Nur Eagles und Shit. Das scheint irgendwie das Einzige zu sein, was man looten kann. Na, mal sehen. Items, Radio, Use. Wir brauchen auf jeden Fall eine bessere Shotgun. Okay, die Waffen ändern sich auch, je nachdem, in welcher Straße man ist anscheinend. Das klingt gut. Ja. Back. Confirm Order. Alles klar. So, Airdrop ist... Müsste jetzt in der Stadt kommen. Schauen wir mal. Vielleicht kommt es auch per Drohne, wer weiß. We are all dead. Da der Kollege noch schreiben konnte, glaube ich das in dem Fall nicht ganz. Was haben wir hier? Nehmen wir mit. Noch keine grüne Waffe bisher, ne? Oh, stimmt. Moment, da fällt mir gerade ein, da war eine Uzi sogar. Und das ist ja somit meine Favorite. Lass mal sehen, ob da vielleicht, was jetzt hier so am Start ist. Ein bisschen Kohle haben wir noch, eine Magnum. Okay, 900 für die Uzi. Schauen wir mal, ob wir uns die... Ob wir den auch hochfahren können hier. Scheint ja... Wie hat mich das denn getroffen? Zweimal vor allem, lächerlich. Jawoll. 698 sieht gut aus. Geht nur ein bisschen auf die Ammo gerade. Yes. Jawohl, da haben wir es doch. Perfekt, okay. Dann... Moment, das sollten wir übrigens erstmal equippen. So, weil das benutze ich sowieso immer hier rüber. Und zwar gebe mir mal die Uzi. Confirm Order. Fast so schnell wie Amazon anscheinend, wenn es direkt schon in der nächsten Straße am Stizzy ist. Ah, Spitterprobleme. Oh, no. Nein. Alter. Okay. Das akzeptiere ich so nicht. Das machen wir nochmal. Leider habe ich jetzt... Ich dachte, ich habe halt die Granate geworfen. Ich weiß nicht, ob die uns selber Schaden macht, wenn wir zu nah dran sind. Aber ich habe halt dann noch ein paar Mal auf Linksklick gemacht, weil ich dachte, okay, ich kann wieder schießen. Aber ja. Egal, machen wir das Ganze nochmal. Das kennen wir ja alles schon. Nehmen wir mal einen anderen Charakter am besten auch.